Herzlich willkommen zu unserem Kurs HTML und CSS. Das ist eine Einführung in diese beiden Websprachen, die eigentlich gar nicht mehr so unterschiedlich sind. Und mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diesen Kurs. So, HTML und CSS, das wird häufig in einem Rutsch genannt. So, ich möchte euch zeigen, dass da schon ein deutlicher Unterschied besteht. HTML dient zur Inhaltsbeschreibung von Dokumenten und CSS dient zur Darstellung von diesen Dokumenten, also den Websites oder Webseiten, wie man sagt. So. Und das möchte ich euch auch im Laufe des Kurses mitbringen. Das wird nämlich häufig nicht so deutlich gesagt. So, als allererstes, das ist jetzt hier so der Aufbau von dem Kurs, in den nächsten beiden Folgen werde ich euch zeigen, welche Programme ihr braucht, wie ihr euch an euren Computer auch einrichtet, um das schnell zu bedienen oder schnell bedienen zu können. So, dann möchte ich euch so einen grundlegenden Aufbau von so einem Website-Dokument zeigen, also wie man das eben eintippt. Und dann könnt ihr euch schon gleich eine Webseite darstellen. Das wird ganz einfach sein. Ich zeige euch dann einige wichtige Befehle. Und dann in dem sozusagen in diesem vierten Abschnitt werde ich euch erklären, was HTML genau ist. So, das werde ich noch relativ am Anfang machen. Also hier, das wird relativ rasch gehen, diese vier Schritte. So, und erst danach beginnt dann das eigentliche Tutorial, in dem ich euch die ganzen Möglichkeiten von HTML, aber auch von CSS zeige und euch auch zeige, dass die beiden Sachen notwendig zusammengehören. So, was kommt dabei heraus? Dabei heraus kommt zum Beispiel eine solche Webseite, wie hier die, die ich hier dargestellt habe. Ich habe die jetzt extra ein bisschen kleiner gemacht, damit die auch insgesamt auf den Bildschirm passt. Hier oben habt ihr ein Bild, dann habt ihr eine Überschrift, hier ein kleines Menü, wo ihr, wenn ihr dort drauf drückt, kommt ihr dann eben auf eine entsprechende andere Website. Und hier unten habt ihr ein wenig Text mit einer kleinen Überschrift drin. So, und auch einem eingelagerten Bild. Und wie ihr das alles macht und noch eine ganze Menge mehr, das zeige ich euch im Laufe des nächsten Kurses oder dieses Kurses. So, und ich hoffe, ihr seid interessiert und bleibt dabei. Und wir sehen uns in der nächsten Folge und dort zeige ich euch erstmal, welche Programme ihr braucht, die ihr schon auf dem Computer habt. Und dann zeige ich euch auch noch ein Programm, was ihr kostenlos herunterladen könnt, mit dem es ein bisschen komfortabler ist. Jetzt habe ich den Faden verloren, das passiert gelegentlich. Wir sehen uns im nächsten Video und ich hoffe, ihr bleibt dabei.